Sag mal, was ist für euch eigentlich der beste Science-Fiction-Film aus Europa der vergangenen 10, 20 Jahre? Ich persönlich würde sagen, für mich ist es Valerian aus dem Jahre 2017 mit Dane DeHane und Cara Delevingne in den Hauptrollen, inszeniert von Luc Besson, basierend auf einer ganzen Reihe, die sogar Star Wars prägte. Valerian erzählt uns von einem Special-Agenten namens Valerian, der im 28. Jahrhundert letztendlich ja geheime Aufträge übernimmt, und sein erster Auftrag im damaligen Film 2017 führte ihn zu einer riesigen Weltraumstadt, wo er, sagen wir, einem Komplott auf die Spur kommt und letztendlich eventuell ein ganzes Volk retten muss. Für mich ist der Film großartig umgesetzt, macht unglaublich viel Spaß und ich kann bis heute nicht verstehen, wie dieser Film so arg floppen konnte. Und ja, es wird wohl kein zweiter Teil mehr kommen, aber hey, kann sich jemand die Rechte sichern und eine Serie draus machen?